einen Becher aus Holz mit einfachsten Mitteln draußen schnitzen und dann richtig schön benutzen können, was mit den eigenen Händen schaffen. Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Albo und heute zeige ich dir, wie man einen Becher oder eine Tasse draußen leicht schnitzen kann. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ich noch weitere Schnitzprojekte filmen soll, als kleine Videos für euch, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, ob euch das interessiert. Wenn wir natürlich etwas aus Holz machen möchten, müssen wir natürlich uns erstmal Holz besorgen. Dafür bin ich hier in einem meiner kleinen Lieblingsspots, ja, wo ich gerne koche und ähnliches. Und wir gehen jetzt natürlich erstmal auf Suche nach einem kleinen Baum, wo wir uns am Holz bedienen können. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr keine lebenden bzw. noch verwurzelten Bäume einfach absägt, verletzt oder sonst irgendwas in der Richtung. Sucht euch am besten gerade was frisch umgefallenes vom Sturm oder etwas ähnliches in der Richtung. Das Holzstück sollte möglichst keine Astgabelung irgendwo in seiner Struktur haben und sollte auch möglichst gerade sein. Das ist natürlich etwas, was man auch teilweise mit einfließen lassen kann in seine kreative Arbeit. Da müsst ihr ein bisschen selber gucken, aber je breiter und je gerader, desto einfacher. Sobald ihr euch ein kleines Stück rausgeschnitten habt, fange ich damit an, dass ich schon mal die gröbsten Außenrinde abmache. Ja, alles was feucht ist, was dreckig ist und so weiter und so fort. Es muss noch nicht perfekt von außen geschnitzt sein, aber zumindest so, dass es sich halbwegs wertig in der Hand anfühlt und man gut damit weiterarbeiten kann. Wenn ihr das gemacht habt, kommen wir zum längsten und auch anstrengendsten Arbeitsschritt überhaupt, und zwar dem insgesamt Aushöhlen eures Bechers. Dafür benutze ich zum Beispiel einen Hohbeitel. Ihr könnt auf mehrere Arten und Weisen diesen Hohbeitel dann benutzen. Ihr fangt in der Mitte an, nicht außen, sonst brecht ihr nämlich außen irgendwann die Rinde durch die Hebelung ab, sondern setzt innen an und versucht entweder so mit einer Drehbewegung das rauszuschnitzen oder ihr könnt natürlich, wenn ihr groß habt, ja, zum Beispiel eine Schüssel, könnt es auch rausklöppeln so ein bisschen, ja, dass ihr immer wieder kleine Stücke rausbrecht aus der Mitte. Das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr ungefähr die gewünschte Aushöhlung erreicht habt. Ja, das hängt ganz davon ab, wie groß, wie tief eure Tasse, euer Becher, sonst was sein soll. Das liegt ein bisschen an euch, könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich sage an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, dass es besser ist, eher etwas Breites zu nehmen für den Anfang, weil es insgesamt leichter zu bearbeiten ist durch die Hebelkräfte als etwas Schmales. Diese kleine Arbeit kann man natürlich wunderbar immer irgendwo zwischendurch machen, ja, wenn man irgendwo sitzt, irgendwas guckt und so weiter und so fort. Ja, eine kleine Nebenbeschäftigung. Wenn ihr den Grad der Aushöhlung, den ihr haben wollt, erreicht habt, dann folgt der nächste Schritt, und zwar das Schnitzen an sich. Das heißt, die gesamte Außenfläche und die Innenfläche mit einem kleineren Messer, das könnt ihr abstufend machen. Je kleiner ihr am Ende schnitzt, desto feiner wird alles. Immer weiter aushöhlen, ja, immer glatter machen, immer mehr anpassen die Form und so weiter und so fort. Und am Ende logischerweise mit einem Schleifpapier alles schön abglätten. Da könnt ihr natürlich gucken, wie glatt ihr es wirklich haben wollt. Entweder ihr nehmt ein bisschen rustikaler und lasst kleinere Ecken und Kanten drin, oder ihr sagt, ich will Perfektionismus betreiben und schleife alles absolut glatt, als wäre es Marmor. Und zum Schluss finishen wir natürlich, um gegen Wasser resistent zu machen, unser Holz mit Öl. Dazu rate ich, mehrfach mit Öl einzureiben. Das heißt, einen Tag komplett mit Öl einreiben zu lassen, einwirken zu lassen, ja, und am nächsten Tag nochmal und dann nochmal. Ich empfehle dreimal, man kann auch mehrmals oder weniger machen, das hängt ganz davon ab. Durch die Ölung variiert die Farbe natürlich vom Holz dann später auch nochmal ein bisschen. Ja. Je nachdem, welches Öl ihr benutzt, ihr könnt Speiseöl benutzen, Olivenöl, das hängt ganz von euren Präferenzen, Geruchs- und Aussehen. Präferenzen an das Holz ab. Auch wenn das Holz eingeölt, bearbeitet und alles Mögliche ist, denkt daran, es ist immer noch Holz, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Edelstahltasche, trotzdem noch relativ empfindlich. Ihr müsst immer gucken, dass ihr am Ende, wenn ihr es benutzt habt, es einmal abspült und dann relativ trocknet. Ja, es eignet sich zum Beispiel auch, es dann auf die Heizung zu stellen oder ähnliches. Ich würde euch übrigens an dieser Stelle empfehlen, mit einer eher breiteren Tasse bzw. Becher anzufangen und es nicht so zu machen wie ich. Ich wollte diesmal ein bisschen was anderes ausprobieren und merke dabei immer wieder, dass je schmaler das Gefäß ist, desto anstrengender ist die Arbeit im Prinzip, weil man immer weniger Hebelkraft, je weiter man nach unten einsetzen kann. Den nächsten Becher werde ich auf jeden Fall wieder etwas breiter als hochkant machen. Ich hoffe, diese kleine Anleitung zum Becherschnitzen oder Tasse erstellen hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare deine Verbesserungsvorschläge an dieses Video oder einfach deine eigenen Erfahrungen, die du mit anderen teilen möchtest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Buschkraft-Touren und Schnitzprojekte mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.